Hallo liebe Freunde hier auf YouTube. Heute ein weiteres Video über die Vespa und vor allem zu Do It Yourself. Piaccio. Wunderschöne Roller, aber es gibt auch Zubehörteile und dazu zählt auch der Blinker und einer der schönsten, für mich sogar persönlich der schönste Blinker, ist der schwarze Blinker von Power 1. Die lassen sich wunderschön einbauen und das zeigen wir jetzt auch gleich. Aber da gibt es einen ganz kleinen Haken, welcher das ist, das seht ihr jetzt hier im Video. So schön die Blinker also sind, so haben sie das Problem, dass sie nicht zu 100% an die Karosserie passen. Die Blinker lassen sich ganz leicht mit einer einzigen Schraube lösen und auch die Kabel dahinter per Plug and Play entfernen. Bei diesem Beispiel handelt es sich um eine Vespa GTS 125 SuperTech. Die Anschlüsse sind aber bei allen anderen Vespas gleich. Damit das Blinkergehäuse also wirklich gut an die Karosserie passt, müssen wir mit einer kleinen Schleifmaschine oder einem Dremel die Kanten hier vorsichtig und gleichmäßig abschleifen. Diese Prozedur wird dann bei beiden Blinkergehäusen angewandt. Wichtig hierbei erstmal weniger abschleifen und immer wieder an das Gehäuse hinhalten, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Nach dem Schleifen testen wir provisorisch mit dem Finger, ob der Übergang zwischen Gehäuse und den Blinkern übereinstimmt. Sollte hierbei noch immer eine Kante zu spüren sein, gilt es, den Vorgang erneut zu wiederholen, so lange bis es passt. Wenn das gewünschte Ergebnis dann erreicht ist, den Blinker einfach wieder mit dem Kabel verbinden und die Schraube an den Rahmen befestigen. Und wenn die Blinker eingebaut sind, sieht man auch gleich das fertige Ergebnis und es sieht toll aus.